Ist nur ziemlich geil. Passt. Achso, nee, weil ich das total gehandelt, deswegen. Commander ins Lagezentrum. Commander ins Lagezentrum. Okay, Lagezentrum. Ratseinsatzbergung. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Okay. Bereit machen zum Einsatz, Strike. Aber wie gesagt, ich freue mich eh schon auf XCOM 2 dann. Die Person, die Sie suchen, heißt Anna Singh. Sie ist, soweit wir wissen, die einzige. Und zwar, dass man von dort als Under Ground kämpfen muss, also Widerstand leisten muss. Das finde ich schon ein kleiner interessanter Punkt. Prägt euch die Abholzone ein, Leute. Sobald ihr etwas gefunden habt, bringt ihr sie zur sofortigen Evakuierung hierher. So. Okay, da vorne müsste irgendwo sein, oder? Sehr ähnlich. Vielleicht verwenden Sie es als eine Art Infiltrationseinheit. Ich empfehle, es für genauere Untersuchungen gefangen zu nehmen. Wie stellst du das denn vor? Vor allem die, wie heißen die, dünne Männer, die sind extrem zielsicher, wie man sieht. Hm, 66%. Ach, scheiß auf. Probieren wir's. Oh yeah. Yeah. Volltreffer. Let's go. Los. Na? Ein weiterer. Und Ruhe. So, jetzt bin ich gespannt. Oh, okay. Helfen Sie mir! Hier drüben! Bin schon unterwegs.
Wie kann der durch die Statue zielen? Das hoffe ich, dass sie das bei XCOM 2 beheben. Zehn Prozent. Okay. Jetzt ist Zeit, dass ich die so schnell wie möglich hole. Ohne Witz, wie schießt der durch das Auto, durch den Block und trifft mich? Das ist, ja, ich weiß, aber ich meine, das ist das Einzige, was ich ein bisschen merkwürdig halt immer finde bei XCOM. Dass er trotzdem treffen. Und die Berechnung 47% und die trifft trotzdem voll 100. Ach nee, wir müssen hier weg. Wir sollten die VIP schnellstmöglich zum Sky Ranger bringen. Das ist nichts Neues, dass wir hier weg müssen. Die Roberti hat es böse erwischt. Also, Kommando. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber wären Sie nicht aufgetaucht, wäre ich jetzt vermutlich tot. Strike One, eine Welle X-Rays nähert sich Ihrer Position. Augen auf. X-Rays. Und alle. Ich hoffe, dass jetzt keiner drauf geht. Feindkräfte im Anrücken, Strike One. Gefechtsbereitschaft. Na, natürlich. Direkt vor da. Ich bin erstmal wieder weg, ne? Mhm. Okay, hat mich wie gesagt gefreut, dass du bei XCOM bist. Von daher jo. Wird ja nicht der letzte Stream gewesen sein von mir. Genau. So, ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Ne? Mal gucken, ob wir vielleicht nochmal kommen. Aber und ich versuche dich nicht zum Sterben lassen. Das wäre schön. Was? Ja, ansonsten gibt es einen Commander Junior. Ja. Was? Der Veteran. Ja. In der Fall. Tschüss. Tschüss.
gerade immer noch gerade Warships runter. Mhm. Ich bin aber auch erstmal weg. Bis dann. Okay, bis dann. Gute Nacht. Ciao. Ciao. So, 6 Aliens getötet. Bleiben noch ein paar Millionen. Das war klar. 16 Tage verwundet. Aber gut gekämpft. Reflexschuss. Also, dass er das Feuer erwidert, wenn er angegriffen wird. Unsere Scharfschützen sind darauf spezialisiert, größtmöglichen Schaden aus der Distanz anzurichten. Scharfschützen. Ohne ausreichendes Training sind sie in Nahkampfsituationen jedoch verwundbar. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Commander, gut. So, über die USA, denke ich mal, ist was gut. Stationierung des neuen Satelliten konnten wir die Abdeckung erheblich verbessern. Ich schlage vor, dass wir sofort mit der Suche nach Aliens beginnen. Weitere Zentren erforderlich. Ne? Komm wieder. Okay. Sie wollen damit sagen, dass wir das Leben unserer Truppen riskieren sollen, um eines dieser Dinger Leben zu fangen? Ja. Ich fürchte, ohne ein lebendes Exemplar sind ich und mein Team am Ende unserer Möglichkeiten angelangt. Und wie sollen wir das Ihrer Meinung nach machen, Doktor? Die soeben abgeschlossene Autopsie hat ergeben, dass die Physiologie der Aliens der unseren recht ähnlich ist. Ein hochkonzentrierter Stromstoß aus nächster Nähe müsste neuromuskuläre Lähmungen auslösen, da die... Aus nächster Nähe? Und wenn das nicht funktioniert, ist es das Risiko wirklich wert? Ja. Wir kennen unseren Feinden nicht. Wie sollen wir etwas aufhalten, das wir nicht einmal verstehen? Wenn wir eine dieser Kreaturen lebendig erwischen, könnten wir mit ihr in Kontakt treten. Sie befragen. Ja. Okay. Lebendiges Alien. Commander in die Technik. Commander in die Technik. Commander, sicher... Okay, Einrichtung bauen. Danke, Kurt. Commander, sicher wurden Sie bereits. Ja, Pulsprojektor. Commander zur Einsatzleitung. Commander zur Einsatzleitung.
Ah, okay. Zuerst raus und dann Einsatzleitung. Commander zur Einsatz. So. Anscheinend zahlt sich der neue Satellit aus. Wir empfangen Signale eines schnellen UFOs. Wenn wir einen Abfangjäger losschicken, können wir es vielleicht abschießen. Avalanche-Raketen, ja. Wir haben Sichtkontakt zum Feind. Jawohl. Zentrale, hier ist Voodoo 37. Bestätige Abschuss von Boogie 001. Ich wiederhole, das UFO ist abgestürzt. Verstanden? Wen haben wir denn alles dabei? Okay, die Koten ist aber wichtig mitnehmen. Nachname.